Hallo, ich bin Juliano und heute habe ich einen Freund mit mir aus Deutschland. Ja, schönen guten Abend. Roger heißt es. Ja, und erinnerst du dich, wann wir uns kennengelernt haben? Ja, wir haben uns kennengelernt 2008 in der Sprachschule Berlitz. Genau. Ja. Ich hatte Europa für das erste Mal besucht und danach wollte ich Deutsch lernen. Und Roger war mein Deutschlehrer während eines Semesters, oder? Ja, während eines Semesters bei Berlitz und Juliano war mein bester Schüler. Er war sehr gut. Dankeschön. Er war wirklich sehr gut. Und warum wohntest du damals in Fortaleza? Ja, ich wollte einerseits hier Urlaub machen und auch ein bisschen arbeiten, ein bisschen Erfahrung machen, auch mein Portugiesisch verbessern und halt eben auch etwas Deutsch unterrichten. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht hier in Fortaleza und habe mich sehr wohl gefühlt hier. Und kannst du bitte uns ein bisschen erzählen, wie waren deine Erfahrungen, bevor du Portugiesisch gelernt hast und nachdem du Portugiesisch gelernt hast? Ja, ich bin zum ersten Mal 1998 nach Brasilien gereist und damals konnte ich kein Portugiesisch. Das heißt, ich hatte ein bisschen gelernt, aber im Selbststudium. Und wie war Brasilien ohne Portugiesisch? Mit Englisch geht es? Es geht leider nicht. Weil außerhalb des Hotels spricht praktisch niemand oder sprach praktisch niemand Portugiesisch und ich hatte große Schwierigkeiten, halt mich zu verständigen. Nur mit Hilfe eines kleinen Wörterbuches, brasilianisches Portugiesisch, konnte ich mich verstehen. Es war sehr kompliziert, ja. Und da habe ich mich dann entschlossen, weil mir Brasilien sehr gut gefallen hatte, Portugiesisch zu lernen. Und habe mir einen brasilianisch-portugiesisch-Lehrer in Deutschland gesucht. Ah, okay. Also Brasilien ohne Englisch ist sehr schwierig und auch nur mit Deutsch ist schwieriger noch. Mit Deutsch geht, glaube ich, gar nicht. Okay. Also mit Englisch, ich glaube, dass sich das auch im Laufe der Zeit etwas verbessert hat, dass also mehr Englisch sprechen. Aber mit Deutsch ist es eigentlich nicht möglich. Und wie hast du Portugiesisch gelernt? Ja, ich habe damals eine Annonce aufgegeben, ich bin in Münster in Deutschland, und habe einen Sprachlehrer gesucht, einen Muttersprachler, also einen Brasilianer. Aha. Der Portugiesisch unterrichtet und auf diese Annonce hin hat sich Luciano gemeldet und mit ihm habe ich dann Deutsch gelernt. Und ja, ich kenne auch Luciano. Ich war in Münster 2015 und kannst du uns erzählen, woher kommt er? Luciano kommt aus Recife und hat damals, also das war so 2001, 2002, da hat er in Deutschland, in Münster, an der Universität, hat er Lateinamerikanistik und Spanisch studiert. Okay. Also er war Student und hat nebenher sich auch immer ein bisschen Geld verdient für Sprachunterricht. Und hast du immer mit ihm Portugiesisch gelernt? Anfangs waren es, vor Luciano waren es andere Lehrer, aber die sind dann oft nach Brasilien zurückgegangen, alles Brasilianer nach Brasilien zurückgegangen. Ah, okay. Oder es hat nicht gut funktioniert. Aber dann über viele Jahre mit Luciano, über viele Jahre. Ah, okay. Und dann hast du mehrmals Brasilien besucht? Ja, ich habe zuerst 1998, dann zum Millennium 2000, dann 2002 und dann ab 2003, 2004 praktisch jedes Jahr. Praktisch jedes Jahr? Praktisch jedes Jahr. Es gibt Ausnahmen. Und welche Städte hast du in Brasilien besucht? Anfangs habe ich Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu und Salvador besucht. Bei meiner zweiten Reise dann nochmal Rio, weil da war ich nur sehr kurz und ich wollte Rio besser kennenlernen. Und Salvador nochmal. Und dann bei meiner dritten Reise zum ersten Mal Fortaleza. Und wo hast du über Fortaleza kennengelernt? Fortaleza habe ich zuerst kennengelernt in einem, einem deutschen Reiseführer. Und ich kann mich heute noch an die Überschrift erinnern, die Prinzessin des Nordens, Fortaleza. Auf Deutsch. Auf Deutsch, die Prinzessin des Nordens. Und da habe ich gedacht,
da guckst du mal, liest du mal etwas genauer. Und es stand eben halt sehr schönes Wetter in Fortaleza, immer sehr viel Sonne. Es gibt 300 Sonnentage und sehr schöne Strände. Und da habe ich mich entschlossen, nach Fortaleza zu reisen. Und nach Fortaleza warst du immer hier im Urlaub, jedes Jahr? Ja, immer hier. Ich war auf einmal ein halbes Jahr hier, 2003 bis 2004, und da habe ich auch... Und warum hast du nicht andere Städte Brasiliens besucht, nach Fortaleza zum Beispiel? Ich habe andere Städte besucht. Ich bin 2003, 2004 sehr viel gereist mit dem Auto. Ich war in San Luis do Maranhão, ich war in Piauí. Ich war auch in Rio Grande do Norte, in Paraíba, in Pernambuco, okay, bis zum Rio São Francisco. Ich bin also den ganzen Nordosten habe ich dann später bereist. Aber seitdem ich kennengelernt habe, ich erfahre, dass du immer nach Fortaleza kommst. Ja? Ja, das ist wahr. Das heißt, ja, es war. Ich bin allerdings auch in Argentinien noch gewesen. Also aber deine beliebteste Stadt Brasiliens ist Fortaleza, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das kann man so sagen. Okay. Das ist, ja, ich habe mittlerweile auch viele Freunde. Und was gibt es in Fortaleza, das dir gefällt? Ja, mir gefällt grundsätzlich die Lebensfreude der Menschen. Sie sind sehr offen und sehr herzlich. Das Wetter ist sehr gut. Das Klima ist meines Erachtens verglichen mit Deutschland wunderbar. Es gibt viele schöne Strände hier. Es gibt viel gutes Essen. Es gibt viele tropische Früchte. Es gibt also viel Schönes. Und du hast hier viele Freunde auch. Freunde habe ich auch mittlerweile. Viele Freunde, ja. Deutsche Freunde, brasilianische Freunde. Ah, und wir haben noch nicht über dich gesprochen. Was machst du beruflich? Beruflich? Ich bin in Deutschland Klavierlehrer, Musiklehrer, Klavier- und Flötenlehrer. Okay. Und arbeite an einer Musikschule und an einer Jugendkunstschule. Und ja, hauptsächlich ist das mein Lebensunterhalt. Und vielleicht können wir weiter auf Portugiesisch sprechen. Denkst du? Probieren, ja. Ja, okay. Então, eu conheci o Roger em 2008, quando eu comecei a aprender alemão. E o Roger passa férias no Brasil duas vezes por ano, não é? Duas vezes por ano, em julho e em dezembro também. Em julho seis semanas, em dezembro duas semanas. Certo. E é muito legal, né? O tempo que você vem aqui, sempre a gente sai, vai pra praia, vê os amigos. Sempre a gente faz coisas boas e sempre novidades, né? Novidades? Agora eu conheci o novo shopping em Iguatemi, o novo shopping não conheci ainda não. Também o shopping Rio Mar. Também fui convidado numa festa de formatura, de uma amiga que se formou com uma farmacêutica. Então sempre tem muita coisa interessante e novas para mim também. Roger, e quais são os seus planos para o futuro? Eu sei que você quer morar em Fortaleza, né? Quero morar em Fortaleza. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Eu vou tentar morar aqui, porque eu gosto muito. E quando você vem para cá, então? Acho que, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Em 2 anos eu vou conseguir fazer isso. Cara. Então, em 2019? Em 2019. Certo. E agora, então, você pode falar um pouco pra gente algumas comparações entre a vida no Brasil e a vida na Alemanha. O que que tem de bom lá e aqui, e o que que tem de ruim lá e aqui? Aqui é muito bom o clima. O clima é muito, sempre é muito quente, claro. E as pessoas que vivem aqui, eles não gostam muito desse calor. Mas para mim, esse clima aqui é muito estável. Sempre tem a mesma temperatura, sempre tem sol. Na Alemanha é ao contrário. Tem muitas vezes o céu fechado. Muitas vezes tem nuvens, muita chuva e a temperatura não é sempre igual, a temperatura sobe e cai. Entre um e outro dia sobe e cai. Então, no mesmo mês? Na mesma semana. É. Na mesma semana. Pode ser hoje a temperatura tem 28 graus, no próximo dia tem só 16. Então, isso é muito estressante para você. Muito estressante, com certeza.
die Avantage in Alemania, o país tem mais estrutura, né? A burocracia funciona melhor, o meio de transporte funciona melhor, essas coisas são melhor. Aqui muito mais improvisado, a vida mais improvisada, né? Aqui. É, aqui tem que ter jogo de cintura. É, com certeza. Aqui tem que um jeito brasileiro para, como você diz, para dirigir na vida, né? Para conduzir a vida. Para conduzir a vida, é. É. E eu visitei o Roger em 2015, lá na cidade dele, e é uma cidade das bicicletas, né, Roger? É, cidade das bicicletas, a capital de bicicletas da Alemanha. Cada habitante de Munich tem 3 bicicletas. 3? 6. Em média? Em média, 3. E todo mundo vai de bicicleta. Também chefe do banco, também juiz, todo mundo anda de bicicleta. Advogado, todo mundo. Sim, Roger, falando um pouco mais das línguas, agora que você fala português, a vida no Brasil não tem mais problema de comunicação, né? Principalmente não. Tem problemas quando as pessoas falam gírias, né? Falam cearense. Eu entendo não, porque cearense é completamente uma outra coisa, né? Mas, geralmente, eu posso me... Eu entendo tudo. E você lê também em português, né, livros? Eu também li livros em português também. Vários livros também. Certo. Então, pode dizer pra gente aqui qual é a importância de você aprender uma língua estrangeira do país onde você está visitando ou morando? O que é importante? Eu acho... É muito importante que você gosta de aprender um idioma, que você gosta do país. E se você gosta do país e gosta das pessoas que vivem no país, você vai aprender, porque todo mundo vai ajudar, vai te ajudar. E você sempre tem o objetivo de ler, de estudar esse idioma, né? Isso é muito importante. Gostar, falar um outro idioma. E se falar, você tem uma possibilidade muito boa para entrar na sociedade, para entrar na vida de um outro país. E ser aceito, né, também. É. Eu acho que a gente poderia falar agora sobre alguns momentos seus no Brasil. Por exemplo, você estava no Brasil quando a Alemanha ganhou a Copa do Mundo. Olha, esse foi o momento mais difícil para mim, porque o Aladio me foi um amigo muito bom, o Sandro. E assistimos junto o jogo e ele ficou muito triste depois do terceiro gol. Brasil e Alemanha. Brasil e Alemanha. No primeiro jogo ele foi muito feliz, porque 1-0, né? Mas sempre depois eu fico mais calmo, porque 7-1 foi inimaginável, né? Foi impressionante para mim. Mas depois do jogo com o Brasil, a Alemanha ainda jogou com quem? A Alemanha, no final, a Alemanha ganhou contra a Argentina, graças a Deus. Né? Sim, verdade. Até os brasileiros torceram para a Alemanha, eu acho. Acho pior ainda se a Argentina ganhou a Copa, né? Aqui no Brasil, nada. Então, o Roger viveu a Copa do Mundo aqui no Brasil, né? A Sim. Copa do Mundo que a Alemanha ganhou. Sim. Então. Foi muito legal aqui na Beira-Mar, na faixa de acima, foi um telão muito grande, foi muito bem organizado, eu gostei muito. A FIFA Fan Fest. FIFA Fan Fest, foi muito legal, eu gostei muito, muito bem organizado, ótimo. E que outras coisas aconteceram em Fortaleza peculiares, estranhas? Estranhas? Teve o eclipse solar agora, que a gente assistiu nessa semana, solar, né? Foi uma coisa mais muito um especial. Evento astronômico aí para a vida do Roger em Fortaleza. Só uma vez eu vi um eclipse solar na Alemanha, uma vez também em Mineirão, uma vez, e a segunda vez aqui em Fortaleza. Foi legal, foi a segunda-feira passada. Né? Foi. E tem vários concertos, vários shows aqui em Fortaleza, eu vi também. Geraldo Acevedo, só um exemplo aqui na parte de Acema, ou Erasmo Carlos, Sim. em frente do Shopping Rio Mar, também foi muito bom esse concerto. Vários shows, Simone também,
E música clássica, como é que é o cenário da música clássica em Fortaleza? Música clássica também tem muito, tem bastante. Tem o festival Eleazar de Carvalho, tem todos os anos, em julho. E eu assisti muitos recitais interessantes, de piano, de clarinete, de orquestra também. E sempre tem, todos os anos tem, é muito bom. Ah tá, então eu acho que a gente pode terminar falando sobre talvez o Clube Poliglota Fortaleza. Pode ser. Você também já foi a muitos encontros, desde 2013, eu acho, né? Quando começou. 2013, eu acho que sim. No Teatro José de Alencar e até agora na praça, né? Na praça Luiz Otávio. Sim, eu participo quase sempre, quando puder. E sempre é legal porque tem muita gente que querem aprender um idioma, brasileiros, mas também muitas vezes tem pessoas de fora. Uhum. No último encontro foram 5 pessoas de outros países, né? É. De Bulgária, da Suécia, da Alemanha, Japão. Da França. E Japão. E Japão também. Então, muito interessante e muito bom para treinar um idioma. Und du verbesserst noch dein Portugiesisch. Jedes Mal. Ja, jedes Mal. Jedes Mal. Ich und Roger sprechen auf Deutsch und Portugiesisch gleichzeitig manchmal. Und ja. Wir korrigieren einander, oder? Ja. Und ich lerne sehr viel. Immer wieder neue Dinge. Neue Ausdrücke. Neue Ausdrücke. Also Hevogar, Hevogar. Immer wieder neue Ausdrücke. Und vermindere auch meine Fehler dadurch. Ich mache weniger Fehler. Ne? Ja, genau. Das ist sehr gut. Also viele Brasilianer korrigieren mich natürlich nicht. Also weil wenn sie es verstehen, dann ist es gut, dann korrigieren sie nicht. Aber Juliano oder auch Fabiano, ein anderer Freund, sie korrigieren mich und dadurch lerne ich natürlich immer. Aber wir korrigieren uns, weil wir haben eine bestimmte Beziehung auch mit Sprachen. Ja. Weil wir Sprachen. Aber nehmen. Normalerweise die Leute korrigieren sich nicht, wenn sie Fehler machen. Aber wir haben schon diese Idee, einander zu korrigieren, um zum Beispiel in meinem Fall Deutsch zu verbessern und in Rogers Fall Portugiesisch zu verbessern. Ja. So ein sprachliches Intercambio, ne? Ein sprachlicher Austausch. Austausch. Ja. Ein sprachlicher Austausch. Und das ist sehr, sehr, sehr nützlich und sehr gut. Und macht auch Spaß. Ja. Und danke schön, Holger, für das Interview. Das war sehr schön. Ja, gerne. Ein bisschen von dir zu lernen. Ja. Und deine Erfahrung zu hören. Und ich hoffe, dass deine Pläne gut laufen und dass du in kurzer Zeit nach Brasilien umziehst. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Freue mich auch sehr. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und Roger, er hat immer den nächsten Flug gebucht, ja? Ja, nach Brasilien. Den nächsten Flug habe ich immer gebucht. Er kommt immer in Juli und Dezember und er hat immer den Flug für Dezember oder Juli schon gebucht und gekauft. Ja. Und bezahlt. Ja, zumindest 20% bezahlt. Ja, weil je früher man die Flüge bucht, umso bessere Flüge bekommt man und umso billigere Flüge bekommt man. Das hat also große Vorteile. Ja, Roger ist noch ein bisschen deutsch, obwohl er auch brasilianisch ist. Aber auch noch über deutsch. Typisch deutsch. Okay. Typisch deutsch und typisch brasilianisch. Typisch brasilianisch, genau. Tschüss. Tschüss.